und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Beendete Buchreihen. Wir sind im Jahre 2013 und ich habe heute zwei Reihen für euch, bei denen ich bei beiden nicht so ganz sicher bin, ob ich sie euch empfehlen möchte oder nicht. Aber wir fangen einfach mal an. Als erstes ist das die Nightshade-Trilogie. Nightshade, die Wächter. Nightshade, dunkle Zeit. Und Nightshade, die Entscheidung. Ich möchte übrigens diesen Moment nutzen, um einmal anzumerken, dass deutsche Verlage es manchmal auch richtig machen. Das ist so ziemlich der einzige Fall, wo das so ist, glaube ich. Aber hier ist es eine Reihe, bei der der erste Band, also das Cover vom ersten Band, ist wunderschön übrigens. Und das wurde halt übernommen aus dem amerikanischen Sprachraum. Da haben die nämlich genau das gleiche Cover gehabt. Ich habe das Buch nämlich auch als englisches Hardcover mir gekauft. Als Band 2 dann erschienen ist, haben sie sich aber gesagt, nö, wir ändern mal die Cover. Und das fand ich ganz, ganz furchtbar, weil das deutsche Cover, also dieses Cover hier, das ist einfach toll gewesen und die neuen Cover, die sind furchtbar. Im deutschen Sprachraum haben sie sich gedacht, das machen wir nicht mit. Wir nehmen einfach eigene Cover für Band 2 und 3 und haben das, finde ich, wunderbar getan. Band 3 zum Beispiel gefällt mir auch richtig, richtig gut und Band 2 finde ich jetzt auch nicht schlecht. Und ich bin da sehr, sehr, sehr dankbar für. Es passt alles zusammen und es ist wundervoll. Nightshade Band 1 mochte ich wirklich gar nicht. Oder was heißt gar nicht, aber für meine Verhältnisse damals habe ich da eine sehr, sehr kritische Rezension zugeschrieben. Also für meine damaligen Verhältnisse. Ich habe das Buch auch noch relativ gut bewertet, aber ich habe früher eh besser bewertet, als ich es heute tue. Da geht es um ein junges Mädchen. Sie ist halt eine Werwölfin und generell geht es da um Werwolfsrudel, Schmachtkämpfe so ein wenig. Im Endeffekt ist es nämlich so ähnlich wie bei Firelight. Also es ist wirklich sehr, sehr nah an Firelight dran. Die Bücher sind aber auch ungefähr im gleichen Zeitraum rausgekommen. Das heißt, ich denke, dass es ein Zufall ist. Es ist hier so, dass es halt um Werwölfe geht und bei Firelight ja um Drachen. Und es ist hier auch so, dass sie halt die neue Rudelanführerin werden soll mit einem Typen, der heißt hier Ren, der halt der Alpha-Wolf werden soll. Und dann ist es aber so, dass sie einem Jungen das Leben rettet, der heißt Shay. Sie kommt diesem Shay dann halt immer mehr. Shay ist ein Mensch zwischen den Knisters und dann gibt es diese Zerrissenheit zwischen Verpflichtungen und so weiter. Und ja, was mir an diesem Buch überhaupt nicht gefallen hat, das war die Art und Weise, wie Ren sie behandelt hat und wie sehr sich das auf das Körperliche fokussiert hatte. Also es ist wirklich so dieses, oh, ich nehme dich jetzt gleich gegen die Wandmäßige. Ohne dass es wirklich Erotik-Szenen gibt in diesem Buch, aber so dieses Animalische, was natürlich auch mit dem Wolfsrudel-Gedöns zusammenhängt, aber trotzdem war mir das irgendwie too much. Sodass man manchmal auch so sitzt und nicht so denkt, euer Ernst, nicht euer Ernst. Ich fand es auch ein bisschen vorhersehbar. Also es ist wirklich, es sind eigentlich so diese typischen Debütroman-Anfänger-Fehler. Ich habe auch lange überlegt, ob ich Band 2 und 3 noch lesen soll. Habe es dann damals tatsächlich getan und habe es auch nicht bereut. Ich fand Band 2 und 3 beide deutlich besser als den ersten Band und bin am Ende auch aus der Reihe gegangen und dachte mir so, ja, das war ganz gut. Ja, obwohl ich halt sagen muss, dass ich bis zum Ende kein so extremer Fan von Shay gewesen bin. Ich muss sagen, dass ich Ren immer gerne, also immer mehr mochte im Laufe der Reihe und ich das Ende auch so ein bisschen schade finde. Ich weiß, dass es hiervon auch noch einen Spin-off gibt, aber ich habe es bisher noch nicht angerührt und weiß auch nicht, ob ich das jemals tun werde. Und dann haben wir hier eine der großen Reihen der Jugendbuchgeschichte. Und zwar ist das Vampire Academy. Ich bin übrigens gerade einen Tag am Vorbereiten. Wunderschöne deutsche Formulierung, ich weiß. Meine Grammatik ist Bombe. Da geht es um die beliebtesten Jugendbücher auf Goodreads. Und ich war erstaunt darüber, wie weit unten Vampire Academy stand. Also ich hätte das viel, viel weiter hoch gerankt, als es wirklich gewesen ist. Und übrigens, sorry immer über meine ganzen Anglizismen, ich merke das mittlerweile kaum noch, wenn ich rede. Das ist ganz furchtbar. Und meine Mutter verbessert mich mittlerweile immer und sagt immer, Amelie, auf Deutsch bitte! Ja, die Buchreihe besteht, und ich werfe die jetzt nicht hoch, weil ich keine Lust habe, aus Blutschwestern, Blaues Blut, Schattenträume, Blutschwur, Seelenruf und Schicksalsbande! Hooray! Übrigens ist die Vampire Academy-Reihe, während Nightshade eine Reihe ist, die uns sehr gut zeigt, dass Verlage auch was richtig machen können. Eine Reihe, wo ich sage, die zeigt sehr gut, dass Verlage auch was nicht richtig machen können. Ich finde das furchtbar, dass auf jedem Buch eine andere Person drauf ist. Also ich meine, was soll das? Was soll das? Ich finde diese Ränder komisch. Ich finde einfach die komplette Aufmachung blöd. Ich finde, es ist ein Wunder, dass überhaupt irgendwer das gekauft hat. Ich hätte es nicht getan. Also ich habe es getan, aber heute würde ich es nicht mehr tun.
Heute hätte das, glaube ich, keine Chance mehr, wenn das so auf den Markt kommen würde. Dö. Ja, ich mochte Band 1 und 2 super, super gerne damals. Wirklich richtig gerne. Und dann so ab Band 3, also Band 3 war auch noch ganz gut, aber dann hat die Reihe deutlich abgenommen. Der letzte Band war für mich eine Katastrophe. Hier geht es übrigens um eine junge Frau, für alle, die es noch nicht wissen. Die heißt Rose und um ihre beste Freundin, die heißt Blissa. Die beiden sind unsere Protagonistin und aus deren Sicht wird das Buch auch geschrieben oder nur aus Rose Sicht? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ja, auf jeden Fall sind die beiden eben ja Teil von einer Gesellschaft, in der es eben Vampire gibt und also nicht öffentlich, aber es gibt halt so eine Vampir-Untergesellschaft innerhalb von unserer Gesellschaft, normalen Gesellschaft. Und die beiden gehen halt auf die Vampire Academy. Und es gibt eben Moroi und Dampire, also reinblütige Vampire und halbblütige Vampire. Und dann gibt es noch die Strigoi, das sind verwandelte, reinblütige Vampire, die eben sehr gewalttätig werden, willenlos werden, ganz, ganz grausam werden und eben Angriffe starten und ja, Leute töten etc. etc. Ansonsten sind die Vampire immer sehr, sehr darauf bedacht, niemanden zu töten. Also die normalen Vampire trinken zwar Blut, aber die trinken dann halt das Blut und dann schicken die Leute halt wieder auf den Weg. Dampire sind eben Mischlinge, die auch kein Blut trinken. Ja, da ist es halt so, dass sie ausgebildet werden, um die Moroi zu beschützen. Rose und Lissa sind auf jeden Fall geflohen, weil Lissa eine ganz besondere Fähigkeit hat und Rose und Lissa Angst hatten, dass sie irgendwie jemand missbrauchen würde. Denn Lissa hat Rose von den Toten zurückgeholt und dadurch haben die beiden ein Band gebildet. Was sie eben sehr, sehr stark verbindet. Ja, und sie haben Angst, dass das irgendwie rauskommen könnte, etc., etc. Die werden aber am Anfang vom ersten Buch eingefangen und dann wieder zurück zur Vampire Academy gebracht. Liebesgeschichtentechnisch ist es so, dass es einmal den Dimitri gibt, ebenfalls ein Dampir, genauso wie Rose. Und der gibt der Rose dann halt so Nachhilfestunden zwischendurch. Ja, knistert es ordentlich. Dann gibt es da noch den Christian. Christian, ja, ebenfalls ein Moroi. Christian ist so ein bisschen Außenseiter und in dem Buch im ersten Buch kommen sich Lissa und Christian halt so ein bisschen näher. Und es gibt noch den Adrian. Adrian kommt erst ab Band 2 vor und Adrian ist so der arrogante, humorvolle Typ. Und ich mochte Adrian immer am liebsten. Ja, mir hat aber Band 6 überhaupt nicht gefallen. Und Band 5 und 4 auch nicht. Aber Band 6 war das Schlimmste, weil es gibt halt einen Mord, der im Laufe der Reihe passiert. Und hier kommt halt raus, wer der Mörder gewesen ist. Und das war so was Abgefreaktes, wo man sich so denkt, what? Nein. Vor allem das Motiv dahinter war halt so, bitte was? Ich habe letztens was über Plot Twist gelesen, das fand ich super, einen ganz, ganz tollen Beitrag für an Autoren gerichtet halt. Und das trifft halt hier auch drauf zu. Plot Twist funktionieren nur dann, wenn es vorher halt zumindest minimale Anzeichen in irgendeine Richtung gibt, die irgendwie darauf hindeuten könnten. Ansonsten kommt das wie aus dem Nichts und man sitzt da als Leser so und denkt sich so, nee, finde ich blöd. Und genauso ging es mir hier bei dem Ende halt auch. Und das war super schade, aber das kann man halt eigentlich ändern. Ich bin übrigens einer der wenigen, die den Film nicht so katastrophal fanden. Ich fand, der war mit viel Humor gemacht und ja, ich hätte mir auch noch den 2., 3., 4. und 5. und 6. Film angeschaut. Hätte ich kein Problem mit gehabt. Hätte man, glaube ich, auch gut als TV-Serie machen können. Schade, dass sie es nicht gemacht haben. Ich fand auch Zoe Dutch war super in dem Film. Das war jetzt kein Meisterwerk, der Film. Der war so ein bisschen trashig. Jetzt war es schon wieder so ein Anglizismus. Aber das weiß ich nicht, wie ich das auf Deutsch bitte ausdrücken soll. Schade, aber ja. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen, zu diesem Thema. Es waren auf jeden Fall die beiden Reihen, beide von Lux und beide 2013 gelesen und ich glaube beim nächsten Mal haben wir, glaube ich, die Göttlich Verdammt Trilogie auf jeden Fall mit dabei. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Lasst mir ruhig da, ob ihr die Reihen gelesen habt und was ihr davon gehalten habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und goodbye.